Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, das Licht ist in Ordnung. Ich filme heute mal mit Tageslicht, habe ja extra deswegen umgestellt. Und ja, mein Gesicht ist mit Sonnenschutz vorbereitet. Und zwar habe ich von Avène mal eins benutzt, war im Trash-Paket. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Von Avène, genau. Und ich dachte, wir testen einfach mein Schminkkörbchen. Und ich versuche, andere Sachen sozusagen zu benutzen. Und ich wollte unbedingt nochmal die New Nude mit euch probieren. Ich mache ja meistens so zwei Looks. Oh, meine Kinder. Zwei Looks mit einer Palette, damit man auch ja, ausgiebig die Farben einfach sehen kann. Ich finde das eigentlich am besten. Wir haben mittlerweile nicht mehr so Bombenwetter, muss ich ehrlich gestehen. Was mich ein bisschen nervt, weil ich eigentlich gedacht habe, dass man heute mehr reißen kann, aber irgendwie nicht. Ich bin sowas von überrascht über diesen Highlighter. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich hoffe, den gibt es irgendwo. Radiant Lights Glow. Das könnte in meine Juni-Favoriten wandern. Wirklich. Seitdem ich ihn benutze, fühle ich mich einfach fantastisch schön. Ja. Wir benutzen den Naked auf Peach-Ton hier. Für die etwas bläulichen Augenschatten. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Oder brauchen wir noch mehr Licht? So die Frage der Fragen. Und das blende ich dann ein bisschen ein. Das ist von Urban Decay, the Naked Eyeliner. Concealer. Kann man sich auch so ein bisschen großzügig, dass es nicht so fleckig wird. Ich glaube, das muss noch ein bisschen Lampe her. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt einen Flieder-lilanen, also lilafarbenen und teste den dann später mal aus. Okay, machen wir das dann. Dann habe ich im Schminkkörbchen eine Foundation. Einen Primer hatte ich irgendwie nicht, oder? Also ich sehe keinen. Ich da drin hatte. Das wollte ich euch auch vorstellen. Das ist von Blistex so ein Lip Serum. Dann nimmt man. Okay, war jetzt ein. Trage ich mir meistens so großzügig auf, weil ich einfach schöner finde, wenn man es dann abnimmt. Also ich nehme es immer vorne Foundation trotzdem ab. Ich hasse es, wenn ich was so auf den Lippen habe. Genau, dann fangen wir an mit meiner Foundation. Meine Foundation hat sich nicht geändert, weil ich liebe sie. Wo ist sie jetzt? Da. Das ist die Fresh and Fit Awake Make-up. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Absolut ans Herz legen, weil ich finde sie einfach toll. Ich mag sie richtig gerne. Sie macht wirklich einen schönen Tag. Also wie gesagt, wir können gerne zusammen trashen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Wollte ich sagen, ich mag Trash mittlerweile richtig gerne. Ich bin manchmal echt traurig, wenn nicht zu trashen, keiner trashen kann, weil es kommt ja immer was an bei mir. Sachen, die ich nicht benutze, soll auch nicht kaputt gehen, oder? Lass das mal. Du machst es aber gleich kaputt. Ich sehe schon an deinem Gesicht. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Gib mir mal die Wimpernzange. Ich mache später meine Wimpern. Dann kann ich gucken. Ja. Aber für dich ist das noch nichts. Du hast noch nicht so große Augen, Schatz. Wimpern. Nee, keine großen Wimpern, genau. Aber du hast lange, du fällst gleich runter. Aber du. Ich? Ich habe auch ganz kurze. Guck. Ja, du hast, du hast das, längere. Du hast dir das runter gemacht. Ich habe es runter gemacht. Ja. Mama, das Tattoo. Ja. Danke, danke, danke. Gesundheit, ja, Jutsiba Gwaru. Gesundheit, ja, Jutsiba Gwaru. So. Und ich finde, es ist einfach schön. Es ist ein leichtes Make-up, muss ich sagen. Ich kann es in den heißen Tagen absolut empfehlen. Ein Flop dagegen ist für mich zum Beispiel das hier. Das hier kann ich überhaupt nicht. Das lässt sich nicht verteilen. Das ist so. Oh, das macht mich so aggressiv. Ich bin froh, wenn es aus meiner Sammlung verschwindet. So.
samt Kollegas. Ab die Post. Sowas will ich auf gar keinen Fall, in meiner Sammlung haben. So, dann prime ich auch direkt mal meine Augen. Ich habe meine Base schon wieder gefunden. Die kann ich benutzen an nicht so heißen Tagen. Ich muss das mal hier sorgen. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn es so eingesifft ist. An so heißen Tagen. Und ich habe für mich einfach entdeckt, dass es mit einem Schwamm gut einarbeiten kann und rausholen kann. Dann sind die Nägel nicht so betroffen. Ich finde, das gleicht einfach wahnsinnig. Und wenn es die Pötte geben würde, würde ich es ja auch ständig nachkaufen. Ich habe die Krümel, die da drin waren, einfach jetzt in die Dose gefüllt, die ich als nächstes leer machen möchte. Und der Holz ist drin. Oh, oh, oh. Mama, der Holz ist drin. Der Holz. Das riecht irgendwie gerade nach Alien. Aber es ist kein Alien drauf. Oder bin ich eins? Ja. Danke. Ich muss sagen, dieses Puder legt sich ja auch einfach nur auf die Haut drauf. Das habe ich mit so vielen Foundations. Das ist einfach nicht schön. Das ist, als würde ich ein gelbstichiges Puder einfach nehmen. Und so, meine Lieben, weiter geht's mit den Äuglein. Kurze Sendepause gewesen. Ich würde sagen, wir tragen uns ein bisschen Bronzer auf. Oh, genau, Bronzer, habe ich schon vergessen, dass das mein Liebling ist. Ich, ja, sie ist so ein bisschen bröckelig, muss man sagen. Und ich finde auch, dass sie einfach jedes Mal fleckig wird und nachoxidiert irgendwie mit der Foundation oder weiß ich. Jedenfalls habe ich immer so dunkle Balken dann und ich bin echt froh, wenn ich ein größeres Hittepan habe. Ich habe noch nicht so die Lösung gefunden für dieses Palettchen, um ehrlich zu sein. Es gibt einfach... Ja, weiß ich nicht. Ich mische die Farben ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Hier wurde ich wieder attackiert mit Pickel. Blending des Todes. Die Highlighter von der Rafa Splastics Live würde ich gerne mal testen, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, die ist die Highlighter Queen. Ich mag es. Ja, es kommt immer darauf an, muss ich sagen, ob ich sie mag oder nicht. Ich benutze nochmal die zwei hellen Pudern aus der Palette. Sohnemann behält dich. Dann ziehe ich meine Augenbrauen nach. Ich denke, das kennt ihr. Und dann sehen wir uns. So, meine Lieben, Augenbrauen sind dran. Ich fühle mich nicht immer mit meinen Augenbrauen zufrieden, aber ich glaube, das ist irgendwie jeder. Manchmal hat man so gute Tage. Es gibt auch Tage, ich kann mich nicht schminken. Ich bin wie ein Mensch, der nicht lesen kann, kann ich mich manchmal nicht schminken. Einfach, es funktioniert manchmal einfach nicht. Und dann lasse ich das. Dann wird das eh nichts. Dann im nächsten Tag. Okay, ich dachte, wir schaffen eine Base sozusagen mit diesen Colourpop Lidschatten mit Bill. Ich habe hier so einen fluffigen Blenderpinsel. Ich weiß nicht, was ich von diesen Creme-Geschichten halten soll. Um ehrlich zu sein. Ich finde, das ist ein toller Lidschatten. Weil er schön so, ja, aschig kann man sagen ist. Ich weiß nur nicht, ob ich so Creme-Geschichten in meiner Lidfalte bevorzuge. Weil ich halt eben so eine ölige... Lidfalte habe, es ölt halt alles irgendwie nach und sieht dann alles nicht mehr so toll aus. Irgendwie sieht es auch so ein bisschen cremelig aus, aber eine tolle, ich finde einfach zu grünen Augen steht lila oder so Mauve-Töne richtig gut. Mir gefällt auch die Mauve von Dose of Colors.
Aber wie gesagt, ich muss mal gucken, ob das auch so was Langlebiges ist in meiner Lidfalte oder eher so was, was schnell weg ist. Ich versuche jetzt gerade den Pinsel sauber zu machen. Und dann machen wir weiter mit der New Nude Palette. Da sind ganz, ganz tolle Farben drin. Richtiges Mädchenpalette, wirklich. So eine richtige romantische Mädchenpalette. Ich beginne dann mal mit, den hatte ich letztes Mal, mit diesem Lace heißt der. Ist so ein, ja, eigentlich genau dasselbe, was ich hier in der Lidfalte kreiert habe. Mich nervt schon dieser Ton hier, der hat so ein paar Fussel vom Pinsel wahrscheinlich. Voilà. Dann gehe ich mit einem kleineren Pinsel. Dann gehe ich mit diesem kleineren Pinsel in dieses, in das hier. Und arbeite das so in die Ecke rein. Weil bei zwei Looks kann man schon fast alle Lidschatten irgendwie mit benutzen und versuchen, so viele wie möglich halt eben zu verwenden, um zu gucken, gibt es welche. Ich hatte kein Creasen, kein gar nichts beim ersten Look, also von daher kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, gut, bei 30 Grad erwarte ich eigentlich von gar keine Palette, dass sie hebt. Auch nicht für 65 Euro, um ehrlich zu sein. Was hat einfach mit meinem Lid zu tun. Ich werde mir den Mauve-Ton auch unten am Wimpernkranz auftragen. So, ich sehe gerade. Voll auf. Ich hoffe, ihr erkennt das. Dann gehe ich hier in diesen Taste-Ton rein. Das ist so ein moviges Braun, würde ich behaupten. Und trage mir den auch hier hinten auf. Das ist halt echt so eine romantische Palette irgendwie. Gefällt mir wahnsinnig gut. Was ich da jetzt an der Nase habe, das kann ich euch gar nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Da fehlt einfach von meine Nase gerade nicht. Und Nase ist immer das, was voll hervorhebt und das voll unschön aussieht. Ja, meine Lieben. Im Innenwinkel trage ich mir diesen schön schimmernden Ton auf. Dann gehe ich in den hier auf dem beweglichen Lid und irgend so ein Glitzer als Topper. Das ist der Plan. Und mal gucken, ob wir ihn ausführen können. Das Einzige, was ich an der Palette von Maybelline mochte, war der Pinsel, weil es schön klein ist. Das andere habe ich alles entsorgt. Ich mag Maybelline Palette nicht. Wie gesagt, in den Ton, mein Pinsel ist etwas feucht. Und fröhlich vor allen Dingen. Ich probiere es mit dem Schwammapplikator. Ich denke, dass das, ja, naja, das nimmt so viel schön auf, weil das einfach die Pigmente zusammenhält. Schaut mal. Also für sowas ist es nicht schlecht, einen Schwammapplikator noch da zu haben. Ich mag es mich eigentlich nicht mit diesen Schwammapplikatoren quälen, aber ich finde das doch echt einen schönen Look. Und dann gehe ich, wie gesagt, in den Ton hier rein. So ein schönes Rosé. Und Huda Beauty hat ja auch diese Schwammapplikatoren extra für ihre Palette gemacht, was ich gar nicht mal so verkehrt finde, weil oftmals hat man einfach keinen Schwammapplikator und ich überlege auch tatsächlich, ob ich mir sowas zulege, weil der einfach viel, viel spitzer ist als meiner. Aber Krümel des Todes
Kurzschwammapplikator. Und der Schwammapplikator ist ja so ähnlich wie das, wie ein Finger. Ein bisschen noch tupfen. Ich finde es irgendwie nicht so schimmernd, um ehrlich zu sein. Es sieht schon fast aus wie Matt. Ich probiere es mal mit meinem Finger. Ich habe einfach mehr erwartet. So, dann wäre das schon mal so weit eigentlich ganz fertig. Ich liebe dich auch, Schatz. Dann würde ich doch gerne so einen Glitzerton nehmen. Hier sind zwei schöne. Ich nehme das dunkle und reibe das so mit meinem Finger. Kommt auch einiges runter und tupft das nur so hin. Wo ist auch ein Winkel? Ich hoffe, ihr erkennt das. Tatsächlich würde ich das natürlich, bei Glitzer ist es so, das kriegt man meistens. Guck jetzt mal, ob ich das wegfegen kann. Doch, das geht schon. Und ich finde es einfach schön, wenn so ein bisschen Glitzer da ist. Das freut meiner kleiner Seele. Deswegen. Okay, damit wir ein bisschen dunkler gehen, nehme ich diesen Taste wieder und trage ihn mir unten auf. So richtig verraucht. Was wir dann noch machen könnten, macht wenig Sinn, das jetzt irgendwie zu verblenden oder sowas. Man kann aber mit einem sauberen Pinsel, ich habe hier leider keinen einzigen sauberen Pinsel, doch hier so einen, von diesem Blushing, einfach Skizze nochmal so wegfegen, aber eher so. Wisst ihr, dass es so ein bisschen abgeht von der Haut und dann ist da so ein schöner Look, gefällt mich so, so gut. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Highlighter im Pinsel, ist doch feucht. Ich brauche ein bisschen Highlighter im Innenwinkel. Ich benutze den hellen Ton. Trage ihn mir hier so auf. Denn ich finde, es öffnet doch immer noch das Auge. Dann würde ich auch sagen, sind wir einfach fertig und gut ist. Also immer mit dieser Palette und dann Foundation. Kussi, ich liebe dich. Danke, Schatzi. Und ja, ich ziehe mir einen Lidstrich und tusche mir die Wimpern. Da benutze ich dieses Duo heute mal. Das ist der Tattoo Signature by Superliner von L'Oreal. Und dann komme ich nochmal zum Fazit oder wir kommen zum Rouge und Highlighter und so. Und ja, ich weiß nicht, warum mein Sohn immer zu ihr Titi sagt. Er sagt nicht Xenia, obwohl er Xenia aussprechen kann mittlerweile. Ich trage mir die 207 auf von Maybelline. Das hat so einen leichten... das ist sehr, sehr cremig und hat irgendwie so Glitzerpartikel, wenn ich schaue. Ganz, ganz feine. Aber die sehe ich nicht auf den Lippen. Wunderschöner Nude-Ton, muss ich sagen. Für mich einfach der perfekte Nude-Ton, weil er so ins Rosé geht. So sieht er aus. Und das ist die... Zu dieser Palette, ich weiß nicht, ob ich sie... Ich finde zwei Töne okay und den dritten nicht so. Ich bin so unentschlossen. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, was ich davon halte. Der gefällt mir so, so gut. Und der hier noch. Aber der Rest vom Fest ist mir einfach zu... Das eine ist mir zu glitzerig. Und das andere ist mir zu dunkel. Aber die Palette an sich finde ich wunderschön. Also kann ich euch gar nicht mal so sagen, was das Problem ist. Heute habe ich irgendwie ein Problem mit meiner Foundation, weil die kriegt mir gerade voll in die Falten. Dann habe ich mehr Falten als
Foundation. Ja. So, ein bisschen angefeuchtet und dann kommen wir zu meinem Highlight. Den benutze ich heute mal nicht, weil ich ihn sonst immer nur benutze, weil ich ihn so liebe. Wir benutzen das hier mal. Das ist von Wet n Wild. Wet n Wild. Das ist die Crown of my Canopy. Das ist echt toll, weil man es so großflächig aufträgt. Ist ja gar nicht so punktuell, weil das halt doch... Und es betont auch meine Struktur. Jetzt nicht übermäßig, aber ich sehe meine Poren. Wir probieren mal was aus. Also meine ganze Hand glitzert und alles. Ich zeige euch jetzt anhand meiner Nasenspitze, wollte ich eigentlich zeigen. Wie dunkel das ist. Also es ist nichts. Es ist nichts punktuell. Also es ist nichts, was man auf einen Fleck, außer man ist sehr, sehr dunkel. Weil es einfach von der Farbe her sehr, sehr extrem ist. Ihr erkennt das. Es ist schon wirklich so Kupferrosé. Ja, Kupferrosé. Nicht Roségold, sondern es ist echt so ein Kupferton. Aber lässt sich halt unheimlich schön verblenden. Und dann hat man nur so ein Shift. Das finde ich gut. So, mein Look ist fertig. Ich hoffe, er gefällt. Danke. Jetzt darf ich mal. Okay. Ja. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Mir auf jeden Fall. Ich werde nochmal unten in die Infobox dann schreiben, ob es gecreased ist, weil das ist bei der Catrice Palette leider der Fall gewesen, dass das Glitzer dann so runtergefallen ist und alles in der Lidfalte hing. Und ja, schaut mal. Also ich finde es sehr, sehr romantisch. Willst du mit mir ausgehen? Nö. Okay, ich bin dann raus. Ciao, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Tschüss.